Boah, der spielt Minecraft, der Typ. Der steht doch gerade auf Blöcken drauf. Adam! Chat, wusstet ihr eigentlich, dass Adam der Vater von Veit, dem ersten Arena-Leiter, ist? Es gibt Leute, die wissen das nicht. Ist gut. Ich bin einfach ein guter Pokémon-Spieler. Der hat einen Boltorus. Warum hat er einen Boltorus? Ich dachte, der hat einen Bronzong. Wow. Ist das sein Signature? Ich dachte, Bronzong wäre sein Signature. Nee, wait. Bronzong ist der Signature von Lucian, ne? Ja gut, dann ist es Boltorus. Weil der Boltorus ist so schlecht, ne? Eines der schlechtesten Pokémon aller Zeiten, Leute. Boltorus. Es ist so schlecht. Stahlgestein. Unfassbar schlechtes Typing. Ja, Design-wise und auch das Shiny. Grandios. Muy bien. Auch das Shiny, wie gesagt. Richtig, richtig gut. Ich finde, das sieht tippitoppi aus. Hey. New Badge. Oh, am See der Kühnheit gab es ein Kavum. Not like this. Irgendeiner hat die Bombe hochgehen lassen. Weil selten und so. Ach so, okay, gut. Ach, guck mal, der schickt das Ei sogar direkt an den PC. Das ist eine tolle Neuerung. Weil früher musste man, wenn man keinen Platz hatte, direkt zurücklaufen. Ach, guck mal, Saturn, wie siehst du denn aus? Commander Saturn. Chat, was ist euer Lieblingsplanet? Ja? Und ich hoffe, ihr sagt jetzt Saturn. Denn jeder weiß, Saturn ist die richtige Antwort. Ja? Und wer Pluto sagt, der muss mal Rick and Morty gucken. Pluto ist kein Planet. Pluto hat den Planetenstatus anerkannt bekommen. Fängst du dann auch schon mal an, die Honigbäume zu bestreiten für manche Pokémon? Aktuell nicht, nee. Das heißt also, ich kann morgen wieder nicht streamen. Das heißt, es lohnt sich für mich letzten Endes nicht. Das hätte ich Toasty zugetraut, dass der das jetzt als Antwort sagt. Aber ja. Pluto ist ein Planet. Hands up! Alter, Frischi, mach einen Abflug. Hier denied jemand die Wissenschaft. Hier denied jemand die Wissenschaft. Das gibt's doch nicht. Weil es halt schneller geht. Dadurch, dass es wahrscheinlicher ist. Aber ich meine, es gibt ein paar andere Pokémon, wie gesagt, bei denen es sich lohnt. Darkrai, Shaymin, da hätte ich total Lust drauf. Fione, das kann man auf jeden Fall auch ganz gut hier machen. Und da gibt es sicherlich noch mehr, aber da müssen wir mal schauen. Cognodon, ne, Schilterus, auch zwei Pokémon, auf die ich Bock hätte. Definitiv. Pachirisu. Pachirisu muss ich gucken. Ich weiß nicht, ob es das in der Kontaktsafari gibt. Aber Pachirisu ist eigentlich auch ganz cool. Aber bei Pachirisu kann ich mir vorstellen, dass ich mir das auch über den Pokémon-Radar hole, ne? Pachirisu kann man auch wunderbar über den Pokémon-Radar holen. Na, pure ugly. Das hässliche Kackding. Pichirisu. Pichirisu! Ja, wie gesagt, die Kontaktsafari ist so ziemlich die entspannteste Methode, Shinies zu handeln. Vor allem so, in Anführungszeichen, Trash-Shinies kann man da ganz gut handeln. Weil dann fühlt es sich das auch nicht so wasted an. Wo bist du gerade in der Story? Ich bin gerade auf dem Weg nach Blizzach. Also ich muss mich jetzt auf den Weg nach Blizzach machen. Ja, ich finde den Schnee eigentlich auch echt hübsch. Also ich fand in den Originalspielen auf dem DS... Da sah das mit dem Schnee manchmal sehr unbeholfen aus, weil du hast halt manchmal nichts erkannt. Das war natürlich auch geil, weil das so ein bisschen Realismus reingebracht hat, weil wenn so ein Schneesturm tobt, siehst du halt literally auch nichts, ne? Oh, geil.
Hä, Déjà-vu, das hatten wir doch schon mal. Das hatten wir doch genau. Das hatten wir doch in der Situation schon mal im letzten Stream. Wow, dieser Streamer ist so Fünfkopf. Wie hat er dieses überaus mächtige Rätsel losgelöst? Tja, Leute. Es bleibt mein ewiges Geheimnis. Frieda! Ganz klar verhaltensauffällig. Oh Mann. Ich habe heute Schwarz 2 auf eBay bestellt und gestern bekommen. Das ist einfach auf einer R4, also eine kopierte Version. Tja. Hast du das Kleingedruckte nicht gelesen, eventuell? Hey, Kadi! War die schneller als Present? Ja, sicher. Ich habe hier auch mehr Hirnschmalz als Present. Oh, ho, ho. Schatz war ja. Bzzzt. Willst du einen Legi Shiny resetten? Nee. Ich habe schon jedes Legi in Shiny. Siehe Ausrufezeichen Shiny Decks. Meditalis. Kennt ihr nicht Meditalis, das Eis-Pokémon? Ich meine, es hat Eis-Hieb. Das kann ja noch ein Eis-Pokémon. Oh, okay, wait. Aurora-Schleier. Lit. Wenn ihr noch die Mythicals? Genau, ich brauche nur noch die Mythicals. Und selbst da habe ich schon gut was abgearbeitet. Ich habe einen Shiny Celebi, ich habe einen Shiny Mew. Also, da ist schon gut was weggekommen. Von meiner To-Do-List. Tada! Galoppa ist einfach ein Tesla Roadster. Ja, wofür braucht man einen Tesla, wenn man Galoppa hat? Sayu braucht so ziemlich 1000 Schritte. Schatz feiert. Was ist denn der Hentai-Modus? Ja. Weird Champ. Denke ich mir auch gerade. Oh Mann. Ja, wie habe ich meinen Rivalen genannt? Läuft die Nuzlocke noch? Nee. Ich habe die Nuzlocke aus. Ach, Armin Laschet war's! Armin Laschet, die Legende. Nee, ich habe die Nuzlocke abgebrochen. Weil mir diverse Features in dem Spiel auf die Nerven gegangen sind. Die man nicht ausschalten kann.